Guten Tag, meine Schüler und Schülerinnen. Heute haben wir Deutsch, Pläne 2, AL, Lektion 28. Lektion 28. Hier, eine Tafel. Was gibt's hier? Was ist das? Das ist ein Ball. Und was ist das? Das ist eine Kiste. Artikel für Kiste. Die Kiste. Wo ist der Ball? Wo? Der Ball ist auf. Ist auf der Kiste. Aber hier, der Ball ist über der Kiste. Hier, der Ball ist, ja, hinter der Kiste. Und hier, neben der Kiste. Und hier, vor der Kiste. Und hier unter der Kiste. Was sind auf, über, hinter, neben, vor, unter? Wie heißt das? Das heißt Präpositionen. Das heißt Präpositionen. Auf der Kiste. Ist das Dativ oder Akkusativ? Ja, Dativ. Artikel von Kiste ist die. Verändert im Dativ der. Auf der Kiste. Aber diese Präpositionen kommt mit dem Dativ. Mit allen Verben? Nein, nicht mit allen Verben, mit einigen Verben. Was sind diese Verben? Liegen, stehen, mit H, sitzen, mit I, hängen. Und das Fragewort ist wo? Zum Beispiel, der Ball steht mit H vor dem Bett. Artikel von Bett ist das. Und das ist dem. Warum nicht mit dem? Präposition wo. Vor kommt mit dem Dativ. Warum? Das Bett steht. Und das Fragewort, wo steht der Ball? Wo? Der Ball steht vor dem Bett. Oder zum Beispiel, die Katze sitzt. Die Katze sitzt auf. Warum ist auf nicht über? Man ist in alle. Auf, lämmert es hier auf. Über gibt hier diese Platz. Nicht Melanta. Auf, Melanta. Auf dem Sofa. Artikel von Sofa. Der Sofa. Und das ist dem. Warum ist das die Präposition auf? Warum auf kommt mit Dativ? Das Verb sitzen mit I. Klar? Wo sitzt die Katze? Wo? Das Fragewort wo? Die Katze sitzt auf dem Sofa. Klar? Und diese Verbe kommt mit dem Akkusativ. Hier kommt einmal mit dem Dativ und kommt auch mit dem Akkusativ, wenn es eine Lokalergänzung. Mit allen Verben? Nein, nicht mit allen Verben, mit einigen Verben. Legen, mit E, nicht mit I. Stellen, mit Doppel L. Setzen, mit E, nicht mit I. Und hingen. Und das Fragewort? Wohin? Zum Beispiel, ich, Anna, das Subjekt, stelle Objekt den Ball auf, stelle Dativ oder Akkusativ? Akkusativ, super. Stelle den Ball auf den Tisch.
war. Oder Omar. Sechs. Die Katze auf das Sofa. Das Sofa. Akkusativ oder Dativ? Akkusativ. Warum ist Akkusativ? Präposition auf. Warum? Auf kommt mit Dativ und Akkusativ. Warum ist hier Akkusativ? Das Verb 16 mit E. Und es gibt das Objekt. Anna, die Beahre, die Hagedi. Okay? Klar? Aber wohin setzt Omar die Katze auf das Sofa? Wohin stellst du den Ball? Auf den Tisch? Super. Über das Hagedort im Akkusativ? Wohin? Klar? Okay. Es gibt hier ein Vivo im Booklet. Seite 3, Nummer 1, wo, wohin, woher kommt die Kusch? Neben, Antwort, neben den Stuhl. Den Stuhl, Akkusativ oder Dativ? Akkusativ, super. Das Frage war, wohin, super. Nummer 2, auf. Der, dem, den Schreibtisch gibt es viele Bücher. Ja, auf dem Schreibtisch. Klar, denn hier auf dieses Objekt. Die Hage mal gut davor, an einem Schreibtisch zu Hage. Klar? Okay. Über diese Präpositionen behandeln die Wechsel. Ja, die Schwachhalle, aber kein Wert. Mutagayera. Wechselpräpositionen. Wechselpräpositionen. Warum Wechselpräpositionen? Kommt einmal mit Akkusativ und auch anderen Mal mit Akkusativ. Dativ oder Akkusativ. Klar, das heißt Wechselpräposition. Die Wechselpräpositionen noch einmal. Auf, über, hinter, neben, vor, unter.